Ja, und auch mit dem nächsten Thema bleiben wir in der Rubrik Schöne Idee, aber bei der Umsetzung, da hapert es noch. Worum geht es? Es wird viel gebaut. Straßen, Häuser, Fabriken. Für jeden Quadratmeter, der bebaut wird, muss andernorts Ausgleich geschaffen werden. Ein Beispiel: Wer eine Fabrik bauen möchte, kann den Flächenverbrauch, indem er eine artenreiche Wiese in die Waagschale wirft, ausgleichen. Jetzt hat aber nicht jeder Fabrikbauer eine Wiese zur Verfügung. Was also tun? Und jetzt kommen sogenannte Ökopunkte ins Spiel. Und mit diesen Punkten darf gehandelt werden. Wie das funktioniert, erklären Niklas Maurer und Nick Schader. Und sie erklären auch, warum Kritiker Sturm laufen gegen diesen Handel mit Ökopunkten. Eine Demo vor ein paar Wochen gegen ein geplantes Gewerbegebiet im badischen Weinheim. Die aufgebrachten Bürger wollen nicht mehr zusehen, wie ihre Heimat mit Beton überzogen wird. So groß wie 13 Fußballfelder soll das Baugebiet werden. Seit Monaten kämpfen Anwohner und Landwirte dagegen. Im vergangenen Jahr sind in Deutschland ca. 22.000 Hektar Boden versiegelt worden. Fast ein Viertel des Rhein-Neckar-Kreises, in dem wir hier leben. Ein Viertel. Und der Rhein-Neckar-Kreis ist kein kleiner Kreis. Wenn irgendwo in Deutschland gebaut wird, muss dafür laut Gesetz ein Ausgleich geschaffen werden. Eigentlich könnte man für 10 Hektar neues Bauland auch an anderer Stelle 10 Hektar Beton wieder abreißen. Aber das passiert fast nie. Denn man kann Baumaßnahmen auch anders ausgleichen. Zum Beispiel mit Ökopunkten. Und das geht so. Ein Landwirt wandelt seinen Acker in eine Wiese um. Weil die ökologisch wertvoller ist als ein Acker, kann er sich dafür Ökopunkte bei der örtlichen Kommune oder dem Landratsamt gutschreiben lassen. Mit diesen Ökopunkten kann man dann einen geplanten Bau ausgleichen. Ökopunkte sind also eine Art Währung, mit der die Versiegelung von Landschaft bezahlt werden kann. Zurück zum Gewerbegebiet in Weinheim. Auch hier wird mit Ökopunkten bezahlt. Das Erstaunliche daran, die fehlenden Punkte kommen zum Großteil von einer über 100 Kilometer entfernten Wiese. Die ist rund 2 Millionen Ökopunkte wert. Wir sind überrascht. Allein damit könnte man das deutlich größere Gewerbegebiet in Weinheim 5-mal ausgleichen. Für Umweltschützer ein totales Missverhältnis. Das heißt, Sie können mit solchen Flächen riesen Gewerbegebiete ausgleichen. Das billige Ackerland wird in großer Menge bebaut, aufgrund dessen, dass hier ganz hohe Werte sind. Auch in Nordrhein-Westfalen funktioniert das so. Das neue Amazon-Logistikzentrum in Mönchengladbach. Rund 13 Hektar Betonfläche. Laut Baugenehmigung wurden dafür 240.000 Punkte als Ausgleich verlangt. Ein Großteil davon kommt von hier. Ein ehemaliger Sportplatz, der in einen Wald umgewandelt werden soll. Das dauert zwar noch lange Zeit, aber die Punkte gab's schon jetzt. Zum Vergleich: 0,8 Hektar hier konnten rechnerisch fast 10 Hektar Amazon-Bau ausgleichen. Das Umweltministerium in Nordrhein-Westfalen erklärt das so. Jeder Ausgleichsmaßnahme wird ein bestimmter Wert zugemessen, der sich nach der Wertigkeit der geplanten Biotoptypen richtet. Heißt im Klartext, die Punkte werden nach einem festen Schema vergeben. Je artenreicher das Biotop, desto mehr Punkte. Auch wenn der Wald gerade erst angepflanzt wurde. Wir halten fest. Der Ausgleich für eine Baumaßnahme kann auch von einer weit entfernten Fläche kommen. Und diese kann unter Umständen auch ein viel größeres Baugebiet ausgleichen. Wir erleben, dass immer mehr Fläche zerstört wird, zubetoniert wird und dass kein realer Ausgleich stattfindet. Nach einer Umfrage von Report Mainz werden in den meisten Bundesländern Ökopunkte mittlerweile anerkannt. Und innerhalb der Länder dürfen die Punkte zum Beispiel an Bauträger weiterverkauft werden. Auch wenn die vielleicht wo ganz anders im Land bauen wollen. Rund um die Ökopunkte hat sich mittlerweile ein reger Handel entwickelt. Sogar bei eBay werden die Punkte angeboten für bis zu 3 Euro pro Stück. Bei einer größeren Wiese können da schnell Hunderttausende Euro zusammenkommen. Außerdem gibt es bundesweit sogenannte Flächenagenturen. Die sind spezialisiert auf Naturschutzmaßnahmen und sie vermitteln auch Ökopunkte. Im Internet werben sie mit einem Full-Service für geplante Bauvorhaben und mit Millionen schnell verfügbaren Ökopunkten. Wahre Goldgruben sind aktuell Fischtreppen, wie hier in Freiburg. Dadurch sollen Fische wieder besser durch den Fluss kommen. Durchaus sinnvoll. Aber Kritiker sagen, dass diese Ökopunkte-Maßnahmen viel zu hoch bewertet würden.
Hier werden 1 Million Pi mal Daumen Ökopunkte generiert. Und die kann ich einsetzen, um ungefähr 14 Hektar bis 20 Hektar konventionellen Acker zu versiegeln, beispielsweise für ein Baugebiet. Und das, obwohl es für solche Fischtreppen eigentlich gar keine Ökopunkte geben dürfe, sagen Umweltschützer. Denn die seien von der EU längst vorgeschrieben. In unseren Augen ist das hier ein Missbrauch von Ökopunkten. Wir müssen leider feststellen, dass dieser Trick, Pflichtaufgaben, eigentliche Pflichtaufgaben mit Ökopunkten zu verrechnen, beim Bau von Fischtreppen landesweit vonstatten geht. Und das ist in unseren Augen großes Ärgernis. Zum Beispiel auch am kleinen Mühlbach bei Kehl. Für 3 Fischtreppen gab es hier gut 13 Millionen Ökopunkte. Damit könnte man rechnerisch ein Baugebiet so groß wie 200 Fußballfelder ausgleichen. Oder 2-mal das neue Freiburger Fußballstadion. Nicolas Schof von der Uni Freiburg hat für eine aktuelle Studie zahlreiche Ausgleichsmaßnahmen untersucht und dabei große Mängel festgestellt. Es kam raus, dass zu 30% diese Maßnahmen nur auf dem Papier existieren, also in der Landschaft gar nicht angekommen sind. Und dass ein noch viel größerer Teil auch qualitativ, jetzt sage ich mal naturschutzfachlich, enttäuschend sind. Untersuchungen aus Bayern und Schleswig-Holstein kamen zu ganz ähnlichen Ergebnissen. Das Umweltministerium Baden-Württemberg wollte konkrete Fälle nicht bewerten und verwies an die zuständigen Landratsämter und Kommunen. Fazit: Das System Ökopunkte mag theoretisch gut gedacht sein. Aber in der Praxis sehen Umweltschützer darin eher eine Art Ablasshandel, um Baugebiete ganz leicht auszugleichen. Die Ökopunkte funktionieren nicht. Irgendwann ist Deutschland zugebaut, aber ausgeglichen.